Hi, schön, dass du da bist. Wir schauen uns heute AVG Antivirus Free an. Wir schauen uns das Programm komplett an, welche Funktionen es hat, und wir schauen uns natürlich auch an, wie AVG Free im Vergleich zu anderen Virenscannern so abschneidet von der Viruserkennungsrate. Genau. Ja, ich habe das für dich jetzt hier gerade geöffnet und wir sehen hier, klar, es ist eine Free-Version, wir sehen hier, was alles dabei ist, der Basisschutz und was eben in der Premium-Version oder vollständigen Version dabei wäre. Und das ist ganz normal für Free-Antivirus, dass die halt eben ein bisschen Werbung machen. Genau, was gefällt mir hier gut? Hier gefällt mir gut, dass wir hier sehen, wann die Virendefinition geupdatet wurde. Und wir hier einfach draufklicken können und dann wird alles nochmal aktualisiert. Das ist nämlich eins der wichtigsten Sachen, dass das eben immer aktuell ist, der Virenscanner. Und ja, das sollte auf jeden Fall auf der Startseite sein. Das sollt ihr auch gemacht. Genau, dann was hier relativ neu ist, sage ich mal, das haben nicht alle Virenscanner so gehandhabt, dass man hier sieht, wann der letzte Scan war. Da war eben vor 6 Minuten. Dann können wir hier einen Smart Scan ausführen. Der scannt dann Browser und ja, wichtige Systemdateien. Oder wir können auch hier verschiedene andere Scans durchführen. Einen tiefen Scan, Datei und Ordner selbst auswählen. Startzeitprüfung, welche Programme wie viel Zeit brauchen. Genau. Oder auch USB-Stick scannen und DVDs. Genau. Dann schauen wir uns mal den Computerschutz an und was haben wir hier dabei? Hier haben wir einen Dateischutz, der eben Dateien scannt, Verhaltensschutz, zum Beispiel, wenn ein Virus, unbekannter Virus, sich irgendwie verdächtig verhält, dass er dann auch erkannt wird. Dann haben wir einen Ransomware-Schutz, der schützt eben unsere wichtigen Dateien, Bilder oder den Desktop vor Verschlüsselung, bei ja, Verschlüsselungstrojaner zum Beispiel. Und dann haben wir hier den Netzwerkinspektor, das ist selten dabei. Bei kostenlosen Virenscanner, hier können wir einfach auf Netzwerk scannen klicken, Heimnetzwerk, und dann scannt er hier meine Fritzbox und alle Geräte, die gerade angeschaltet sind, eben auf Schwachstellen. Das finde ich ziemlich cool, wie gesagt, ist nicht bei jeder kostenlosen Virenscanner Version dabei. Was mir hier auffällt, ist, dass es eben ähnlich ist wie bei Avast, denn AVG und Avast gehören so halbwegs inzwischen zusammen. Genau. Dann schauen wir uns mal hier den Internet- und E-Mail-Schutz an. Hier haben wir eben einen Webschutz. Hier werden dann unsere ja, Suchanfragen oder unser Surfverhalten gescannt. Und hier E-Mail-Schutz wird eben, falls wir ein E-Mail-Programm installiert haben, das auch nochmal überprüft. Genau. Hier können wir auch auf die Einstellungen gehen und die gehen wir mal schnell durch. Hier natürlich Sprache ändern, Updates, wann die Updates gemacht wurden. Wir können hier einstellen, wie sich die Benachrichtigungen verhalten sollen. Dann die Ausnahmen, falls wir jetzt irgendwie ein Problem mit einer Website oder Datei haben, die wir wissen, dass es kein Virus ist, können wir das hier hinzufügen. Dann wird die ja eben ausgenommen. Dann können wir bestimmte Apps blockieren oder zulassen. Dann können wir hier ein Passwort erstellen, das ist ganz nützlich, vielleicht wenn man Kinder hat oder irgendwie viele Leute den PC nutzen und gerne irgendwo rumfuschen, dann kann man hier eben ein Passwort erstellen, damit nicht jeder den Virenscanner verändern kann. Ja. Dann hier Schutz persönlicher Daten, hier können wir eben einstellen, ob wir AVG die Daten eben senden wollen, wenn zum Beispiel ein Virus gefunden wurde. Dann haben wir hier Fehlerbehebung. Hier würde ich nichts einstellen oder umstellen, denn das kann den Virenscanner schlechter machen oder ja, Probleme erzeugen. Genau, dann kommen wir zum Basisschutz. Wir können hier die Empfindlichkeit einstellen, also ob es stark scannen soll oder nicht so stark. Ich würde es wieder auf Mitte lassen. Und allgemein hier in den Einstellungen, im Normalfall ist alles so eingestellt, dass es optimal ist. Also optimale Leistung und optimaler Schutz. Genau. Hier können wir dann auf Nachfragen machen, zum Beispiel wenn ein Virus gefunden wurde, fragt er uns und tut es nicht automatisch löschen sozusagen. Automatisch reparieren ist automatisch löschen. Ja, hier können wir eben die Scans nochmal genauer anpassen, aber das wird jetzt den Rahmen sprengen. Ich klicke hier einmal durch, dann kannst du dir mal ein Bild davon machen und das Ganze selber
jetzt Pause klicken auf YouTube und selber durchlesen. Genau, das ist ja eben der E-Mail-Schutz. Dann haben wir hier die Scans, wie sich die Scans verhalten sollen. Klicken wir auch einmal durch. Genau. Dann haben wir den Ransomware-Schutz. Da können wir auch noch Selbstordner oder Dateitypen hinzufügen. Und den WLAN-Inspektor. Genau. Dann haben wir hier noch Tools. Nicht-Stören-Modus für Zocker, ganz interessant, dass man eben beim Spielen nicht irgendwie eine Virusmeldung oder irgendwas bekommt, das einen dann eben abhält oder eine Werbung. Dann die, wie groß der Quarantäneordner sein soll und der Datenschredderer. Genau. Dann haben wir hier oben noch die Benachrichtigung. Wir sehen hier, unser Netzwerkscan wurde abgeschlossen und ja, scheinbar passt alles. Hier haben wir auch nochmal einen Verlauf. Und ja, ignorierte Probleme können wir auch uns anzeigen lassen. Ja, hier können wir uns bei AVG anmelden. Hier können wir auch die Browser-Erweiterung installieren. Ist auch immer ganz gut. Dann hat man nochmal ein bisschen besseren Schutz. Statistiken zum Beispiel, wie viele Sachen gescannt wurden oder was eben so gemacht wurde. Genau, ja, also AVG Free gefällt mir sehr gut. Ähnlich wie Avast. Sind ja auch inzwischen ja Partner, sage ich jetzt mal. Und ja, hier unten diese Meldung, die ist natürlich da, damit du auf die Vollversion auf upgradest. Also sie sind anfällig für gefälschte Webseiten. Und wenn man hier auf Beheben klickt, dann wird man eben zu einem Upgrade geleitet. Ich sag's mal so, es ist auf jeden Fall besser, einen kostenlosen Antivirenscanner zu haben, als gar keinen. Und ja, wenn ihr halt eben upgraden wollt, könnt ihr das gerne machen. Ich schaue für euch nochmal, ob ich eine günstige Version finde. Einen Link zu einer günstigen Version, dann kannst du dir eventuell unter dem Video dann die Premium-Version holen, wenn du willst. Aber hier gefällt mir das ganze Programm auch in der Free-Version sehr gut. Genau. Okay, wir sehen jetzt hier die 12 besten Virenscanner für Windows und hier ist AVG an Stelle Nummer 7, also die kostenlose Version. Wir sehen hier kostenlos. Ja, ähnliche Bepunktung wie Avast sehen wir hier. Schutz 8,5, Software 7,0 und gesamt sind das dann 15,5 Punkte. Ja, wir sehen hier, wenn man eben mehr Geld ausgibt oder halt eben auf eine Pro-Version aufstockt, hat man halt eben besseren Schutz. Aber ja, kostenlos ist es auf jeden Fall besser als gar kein Virenscanner und ja, warum nicht? Also, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich wünsche dir wie immer einen wunderschönen Tag. Bleib sicher und wir sehen uns. Peace.